Glück auf, Freunde, ich hoffe, ihr habt eure Waffen gut geölt und gesäubert und überhaupt, denn jetzt geht es in der Schlacht. Unsere 95 Recken mit einer Wagenburg gegen die gegnerischen 278, also eine dreifache Übermacht. Also, ne? So, ihr positioniert euch mal wieder hier und dann lege ich mal los. Das Pferd will ich nicht, das steht mir nur, das ist zu gefährlich. Die stürmen direkt los hier mit ihren Reitern. Damit unsere Leute auch ja nicht irgendwie Munition verschwenden, sondern alles schön auseinandernehmen können. Ich mag euch, ihr seid echte Freunde, Kollegen. Ihr seid echte Freunde. Zack. Infanterie, Angriff, der Feind ist nah genug. Oh, da tut mir leid, Kollege. Wieso habe ich denn dich jetzt getroffen? Es tut mir so sorry. Die Muskete wird uns in dieser Schlacht fehlen. Oh, der ist nicht gestorben. Nicht gut. Der ist jetzt bestimmt sauer auf mich, weil ich den angeschossen habe. Macht was! Wir müssen gewinnen! Los, los, los! Was machen denn die Schotten so lange? Die müssen doch hier oben mal ein bisschen aufräumen. Nein! Ich habe nur so eine scheiß Billigwaffe. Sieht gerade nicht so gut aus, wie ich es gern hätte. Hätte, hätte, Henriette. Zack. Das ist gar nicht gut, wie es gerade läuft. Das ist gar nicht gut. Wir werden richtig auseinandergenommen. Reiter im Innenbereich, der muss weg. Aber die Pistole macht aber auch wenig Schaden, Mensch. Ich krieg ja überhaupt keinen abgeknallt. Wir haben richtig verspielt, Leute. Wir haben richtig verspielt. Na, na, na. Lassen Sie das bleiben. Du musst dich wehren, Kollege. Hack die Sau nieder. Angriff, die sind nah genug. Zack. Holt sie euch! Aua! Nee, ich will doch kein Pferd. Vorwärts Marsch! Achtung, die haben nachgeladen. Los geht's, Nahkampf! Holt euch die Krawallbrüder. Los, holt's euch. Sag mal, wie viel Verstärkung kriegen die denn noch, Mensch? Ich habe keine Leute mehr. Ich glaube, ich sollte fliehen.
soll schnellstmöglich hier irgendwie wegkommen. Oh, ich hab nur noch mich! Ich möchte aber nicht kämpfen. Okay, ich kapituliere. Kommt, nehmt euch noch, was ihr wollt. Verdammt, ich hätte gedacht, dass wir diese Schlacht gewinnen können. Und jetzt ist wieder alles weg. Och Mann, das kotzt mich richtig an gerade, Leute, wie es für uns läuft. Das kann doch nicht sein, dass alles immer so scheiße läuft. Und ich bin jetzt hier mitten im Feindesland, oder wie? Na, fantastisch. Schönen Dank und so. Oh, wisst ihr was? Ich komme hier auch nicht mehr raus. Was soll denn das? Geht doch mal alle weg. Überall Gegner. Das kann doch nicht wahr sein. Na kommt, euch machen wir platt. Ich habe zwar nur euch zwei. Habe ich noch irgendwelche alten Waffen im Inventar? Nö, leider nicht. Wozu auch? Und die haben auch noch Reiter, klasse. Wo ist der Typ? Da hinten irgendwo. Ich brauche eine Waffe. Gut. Ich bin einsatzfähig. Du hast auf mich geschossen? Das wird dir leid tun. Komm her, Kollege. Was willst du denn? Zack. Nicht mit mir. Du Sau. Schöner Schuss, hat dir aber nichts gebracht, merkst du, ne? So. Das dürfte ja eigentlich auch schon gewesen sein jetzt mit diesen komischen Leuten, hä? Ah ne, da hinten reitet noch wer rum. Heidenei. Ich brauche eine Armee. Ey, ihr habt einen meiner Leute geplättet, das finde ich nicht nett. Gut gemacht. Ne, Rebellen will ich keine haben. Die hier könnte ich gebrauchen. Ein kleines Säbelchen für zwischendurch. So, wen haben wir denn noch? Carlson und Barbara. Natürlich ist wieder unser Arzt weg, warum auch nicht. Oh. Bitte, ihr habt da Geld und jetzt geht weg. Och Mann! Lasst mich doch in Frieden. Ich habe auf sowas keine Lust. Habe ich denn überhaupt nicht mehr die Oberhand in diesem Spiel? Es geht alle zum Bach runter, habe ich das Gefühl gerade. Was mich auch richtig ankotzt ist, wir hatten die Posolen, genau. Die Polen und die Kosaken schon fast am Ende, wisst ihr? Und da macht die KI einfach mal nichts. Die machen einfach mal überhaupt nichts, um diese Nation endlich zu beseitigen. Immer muss man alles allein machen. Och, verpisst euch doch endlich mal. Ich habe jetzt auch nicht so viel Geld, dass ich das den ganzen Tag machen kann. Hör mal. So, jetzt aber ganz schnell Leute ranholen hier. Ganz schnell Leute ranholen. Nee, 5 bitte. Und Leibgardisten natürlich auch wieder bestellen. Schauen wir gleich mal mit in die Taverne. Vielleicht kriegen wir ja unseren Arzt schnellstmöglich hier mal wieder. Oder auch nicht. Wozu auch? Ich brauche doch keinen Arzt. Also ehrlich. Okay. Ne, jetzt reicht's. Nochmal zahle ich nicht. Jetzt kriegen sie, was sie verdient haben. Natürlich ist mir hier voll der Hügel im Weg. Warum auch nicht? Na komm, traut ihr nicht euch das Mund bunn oder wie? Wollt ihr nicht auf mich feuern? Zeigt mir, wie böse ihr seid. Na, wer steht denn da so abseits? Jemand, der gleich tot ist vielleicht? Dorn nicht getroffen. Ah! Oh, shit. Oh. Da hat sie schon wieder nachgeladen. Jetzt hau ich doch lieber ab und lass meine Leute das klären.
Ihr macht das. Infanterie zum Angriff. Boah, ihr sollt doch nicht immer die verfolgen, die abhauen. Ihr müsst die angreifen, die noch kämpfen, Leute. Habt ihr denn überhaupt keine Ahnung? Also die KI in diesem Spiel ist echt für den Arsch. Wenn welche abhauen, die kann man erst verfolgen, wenn alles andere platt ist. Vorher ist das echt sinnlos. Mann, 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 Mann. Weg. Und jetzt greift die an, die noch kämpfen. Und zwar ein bisschen Dalli, wenn ich bitten darf. Kann doch wohl nicht wahr sein hier. Verfolgen die wieder irgendwelche Leute, die abhauen und alles andere, was noch kämpft, wird einfach in Ruhe lassen. Holt ihn euch, ich habe ihn ein bisschen vorbearbeitet. Hol ich ihn mir halt doch. Boah, guckt mal, hier habe ich vorhin mit dem Säbel draufgehauen. Und deshalb ist der jetzt gespalten, der Felsen, ne? Weil ich habe ja so eine Mordskraft im Arm, das glaubt ihr gar nicht. Da vorne ist das gleiche Spiel, da bin ich vorhin mit der Stirn gegen gerannt. Und ich habe ja so einen Dickschädel, da ist er auch direkt geplatzt. Spring. Oh, hallo. Ah! Tut was! Die stehen hinterm Felsen und warten auf jemanden. Und ich glaube, der... Schwede! Husch! Okay, habe ich halt Kai gekriegt. Sinnlos durch die Luft rumfuchteln, das macht halt auch mal Spaß, ne? So, dem habe ich es gezeigt. Ich zahle doch nicht nochmal für Geld oder was? Ich glaube ja, du bist Schwein pfeift oder wie? So, wie sieht's jetzt aus mit Truppen? Ich bräuchte mal wieder welche. Mein lieber Garnisonsmensch, gib mir leckere Leute. Schottische Schwertkämpfer hätte ich gern. Leibgardisten kommen auch immer gut. So, da haben wir doch schon mal 19 Leute. Das ist doch was. Befehlshaber, Garnisonsbefehlshaber, gib es her. Und ich glaube, hier bestelle ich jetzt auch mal Musketiere. Ich brauche einfach schneller eine ordentliche Armee. So einfach ist das. Ich kann nicht immer so lange warten. Ich muss den Feind nachsetzen, solange ich das kann. Und momentan habe ich ja eher das Pech, dass der Feind mich jedes Mal zermalmt, bevor ich irgendwas unternehmen kann. Hatte ich hier Musketiere drin? Ich weiß es gar nicht. Ich bestelle einfach mal welche, so. Momentan habe ich halt einfach das Problem, dass der Feind mich immer, ja, ausnockt, bevor ich irgendwas Weltbewegendes gemacht habe. Läuft momentan halt nicht so schön. Aber was will man machen? Man muss es ertragen. Und es werden bessere Zeiten kommen, hoffe ich. Her damit. Schwertis, Muskis, Leibis. So, da haben wir doch wenigstens 50 Mann parat. Mit den 50 Mann kehre ich jetzt zurück in meine Stadt. Die natürlich in dem Moment, wo ich hin will, wieder belagert wird. Von einer Macht, gegen die ich nichts unternehmen kann. Völlig sinnlos ins Dorf geritten, weil es hier keine Knete gibt. Die haben mit ihrer Belagerung, die haben doch überhaupt keine Chance, meine Stadt zu belagern. Also mal ganz ehrlich, was erwartet ihr, was ihr hier jetzt erreicht? Rija wird belagert. Jetzt stehst du dumm vor der Stadt, ne? Merkst du? Du musst dann aber auch irgendwann mal was machen, ne? Na siehst du, hau mal bloß ab. So, und jetzt sagt mir mal bitte, dass die Stadt nicht mehr belagert wird. Damit ich hier fortfahren kann, ja? So, es wird aber immer noch belagert. Na, klasse. Aha, jetzt nicht mehr. Gut, da kann ich ja auch mal ins... Ja, ne, Rüstmeister, wie sieht's aus? Danke, danke. So, jetzt muss ich nämlich erstmal kurz gehen und... Ah, ne, Stadtzentrum war schon richtig. Ich wollte in die Kaufmannsgilde und mein Geld holen. Dann gehen wir zum Rüstmeister und bestellen uns einen schönen Helm.
Natürlich den hier, ne? Muss schon sein. Und dann auch gleich noch zum Waffenmeister. Wir stellen uns erstmal ein richtig schönes Breitschwert, würde ich sagen. Ein 18.000er hier. Zack. So ist es doch schön. Leibgardisten. Na gut, bestellen wir halt auch noch ein paar Musketiere, Mensch. So, und was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir reiten zurück in unsere Rekrutierungsabteilung. Wir können ja auch befördern, denke ich. Ja. Weil wir brauchen echt dringend noch ein paar Leute. Ich weiß aber gar nicht, obwohl doch, wir haben lange gewartet. Es müsste eigentlich wieder soweit sein, hä? Schub, dab, di, dab, dab. Na wunderbar. Schwertkämpfer, Musketiere, Leibgardisten. So, Peters Armee wird stärker und stärker. Da können wir bald wieder loslegen. Wird ja auch mal Zeit. Fragt sich nur, wie lange ich diesmal durchhalte, bis ich wieder platt bin wie eine Flunder. Leibis. Next Siedlung, bitte. Stadtzentrum, Befehlshaber, Garnisonsbefehlshaber. Und ich bestelle Schwertis, Muskis und Leibis. Nächste Siedlung. 81 Leute habe ich schon. Wird doch langsam. So, sind halt auch viele Musketiere jetzt mit dabei. Aber was will man machen? Ich brauche nur mal schnell Leute. Und da muss ich halt auch mal auf schlechtere... Wow! Auf schlechtere Einheiten zurück. Oh, diese Scheißpolen! Entschuldigung, ich bin selber Achtelpole. Ich darf das. Wie mich das ankotzt. Was soll das denn jetzt? Riga hat die ganze Zeit standgehalten und jetzt sowas. Na, vielleicht kriege ich ja die Stadt. Ja, Fieber vor der Schlacht. Ich habe jetzt aber keine Zeit, mich um fiebernde Soldaten zu kümmern. Das ist immer... Ich habe so ein Glück in diesem Spiel wieder, ne? So, wir holen uns jetzt die Stadt zurück. Und vielleicht bekommen wir sie selbst sogar. Das wäre doch nett. Viel Gegenwehr wird es hier nicht geben. Die Polen haben es ja gerade erst erobert. Also denke ich, haben wir ziemlich gute Chancen, die Sache hier zu regeln. Lasst mich mit rauf, bitte. Nicht anhalten. Rauflassen. So. So, nicht aufhalten lassen, direkt weitermachen. Ey, auf mich zu pieksen. Einfach drauf. Schönen guten Tag. So, wir müssen auch noch nach oben, Leute. Ich erobere diese Stadt in meinem Namen und im Namen Schwedens. Und ich fordere sie für meine Armee. Na, Carlsson, haben wir das gut gemacht? Oder wie? Oh, 17 Tote. Na gut, ich habe halt meinen Arzt nicht dabei. Das ist natürlich auch kacke. Ich will jetzt Riga haben. Und schau gleich mal mit in die Taverne. Eine Ex-Königin. Hier gibt es natürlich wieder mal niemanden, der mir irgendeine Art und Weise behilflich sein kann. Lass mich doch mal mit dem Fieber in Ruhe. Wie gut ist ein Dünaburg bemannt?
Nicht gut genug jedenfalls. Ja, ist gut, Leute. Hört doch mal auf mit dem Fieber. Warte ich halt eine Zeit. Ist gut, ich bin doch schon am Rasten, Mensch. Noch mehr Rasten als Rasten geht nicht. Yay. Oh, diese elenden polnischen Schweine. Und ich habe Riga nicht gekriegt. Wozu auch? Hoffentlich kriege ich wenigstens eine ordentliche Belohnung hier, oder was? Und 1200, was soll das denn? Damit kann ich doch nicht mal ein Brot backen. Och Leute, wisst ihr was? Ich mache jetzt hier erstmal Pause. Ich habe jetzt echt Frust, dass das alles so schief geht hier schon wieder in letzter Zeit. Mein Problem ist vor allem wirklich, dass ich im Hinterkopf immer noch diese Angst habe, vielleicht kann man gar nicht alles erobern. Weil irgendwie, die Polen, die hatten wir fast platt, die Roten hatten wir fast platt und jetzt seht's euch an. Die sind so heftig stark wieder, dass es echt verdammt schwierig hier Fuß zu fassen. Ich meine, wenn man sich so umguckt, Schweden ist immer noch das mächtigste Reich. Aber nicht mit so viel Vorsprung jetzt, ne? Aber trotzdem, es ist eine schwierige Sache. Also ich habe irgendwie den Eindruck, dass das Let's Play hier noch eine ganze Weile dauern wird. Aber ich gehe einfach mal davon aus, da ihr ja auch Mounted Blade-Freunde seid, dürft ihr euch das ja nicht weiter stören, hä? Macht's gut auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.